Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und ich begrüße dich zu einem neuen Film. Diesmal bin ich mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Ich möchte eine kleine Runde durch das Digginger Land machen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Der Startpunkt der kleinen Runde durch Digginger Land ist in Wallhalben. Die 12 Kilometer Anfahrt habe ich mit dem Fahrrad gemacht. Hier bin ich nun am eigentlichen Startpunkt. An dem kleinen Bach Wallhalb entlang geht nun die Tour. Vor mir nun der Ort Labach. Das kleine Gewässer ist der Labach, der später in die Wallhalb mündet. Von Labach geht es erstmal langsam, dann immer steiler, hoch auf die Digginger Höhe. Ich bin oben. Mal ein kleiner Rundumblick. Und im Hintergrund der Wasserturm von Martinshöhe. Das ist Martinshöhe. Es geht weiter über die Digginger Höhe. Und dann runter nach Mühlbach-Wiesau. Endlich mal wieder im Wald. Rechts von mir Bruchmühlbach. Das Ende der Abfahrt. Dass da noch nichts passiert ist, immerhin ist es ein ausgeschilderter Radweg. Jetzt geht es erstmal auf die Kaiserstraße. Über eine Eisenbahnbrücke. Durch eine Baustelle. Und über die Autobahn. Endlich mal wieder ein Stück Natur. Links die Schanzermühle, rechts der Schanzerhof. Und hier der Beginn des Glans. Evangelische Kirche in Hitchenhausen. Und die in Spesbach.
und die nächste Autobahnbrücke. Nun bin ich in Rammstein. Mal wieder etwas Grün um mich herum. War leider nicht lange grün. Nun überquere ich den Zubringer zum US-Militärflughafen Rammstein. Und bin jetzt direkt am Ende der Startbahn. Mal etwas Neues. Es geht unter der Autobahn durch. Und unter der Bahnlinie. Und jetzt geht es mit dem Aufzug nach oben. Der Dreikirchenblick. Die alte Kapelle, die Heiliggeistkirche und die evangelische Stadtkirche. Nun bin ich oberhalb von Landstuhl, bei der Burgruine Nahnstein. Sie gehört zwar nicht zur Tour, aber den kleinen Abstecher habe ich mir erlaubt. Ich verlasse nun Landstuhl und fahre Richtung Pfann. Das sieht doch nun schon wieder schöner aus. Blick zurück auf Bahn und es geht wieder hoch auf die Stickinger Höhe. Und nochmal unter der Autobahn durch. Nun geht es durch Weselberg durch. Die katholische Kirche Mariae Unbefleckte Empfängnis. Nun fahre ich durch Harschberg. Und durch Saalstadt. Das Ziel ist in Sicht, mal halten. Die evangelische Kirche in Wallhalten. Und hier ist die eigentliche Runde vorbei. Jetzt nur noch die 12 Kilometer und ich bin wieder zu Hause. Alles in allem war die Tour sehr asphaltlastig.
und ist meines Erachtens nichts zu empfehlen. Dann lieber durch den Pfälzerwald. Und damit möchte ich den Film beenden. Wenn er dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Wenn du mich auf meinen weiteren Touren begleiten möchtest, dann solltest du den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.